besten Stimbooster, den haben wir heute nicht drin. Geile Musik ins Gym und sich schon förmlich vorstellen, welche Übungen werden durchgegangen, wie viele Sätze, auf welcher Wiederholungsbasis möchte ich heute trainieren, dass man sich förmlich jetzt schon parat legt, sofern ihr keinen festen Trainingsplan verfolgt, was ihr angehen wollt. Ich bin jetzt förmlich schon im Gym gefesselt mit dieser Beschallung und das ist auch die passende Einleitung zum heutigen Video. Und zwar, wie holt man in wenig Zeit das Maximum an oder in ein Training heraus? Und das Ganze wollen wir veranschaulichen in Form eines Brustworkouts. Man kennt es, man hat stellenweise eine andere Gewichtung, eine andere Priorisierung, auch wenn ich immer sage, das Training sollte definitiv nicht so priorisiert sein, dass es hinten runterfällt. Aber wir Menschen haben keine Zeit, ihr kennt es. Und es gibt die ein oder andere Trainingssession, wo man mehr im Fokus steckt, wo man weniger im Fokus steckt, aber man sollte immer aufs Studio gehen mit einem Lächeln im Gesicht, weil man weiß, man hat es selbst wieder bewiesen. Und dann ist es im Grunde egal, ob ihr 20, 30 Minuten oder 2 Stunden im Studio seid. Weniger ist manchmal mehr. Und wir wollen euch heute zeigen, wie man in dieser kurzen Zeit in möglichst unter 30 Minuten das Maximum eines Brusttrainings rauskitzelt. Und dabei hilft mir der Coach Alex, der natürlich mit am Schlüssel ist. Und wie das Ganze vonstatten geht, seht ihr gleich. I'm 100 and I'm getting it. Como lomo, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. 3 Minuten noch. Ganz gut. Einfach, komm, locker. Wir machen heute nämlich mal was anderes. Wir machen jetzt heute progressiv, wir nehmen den Gewicht leicht hoch, wir fangen leicht an, gehen aber so hart es klingt, wirklich jedes Mal bis an die Schmerzgrenze. Also wirklich Schmerz, Schmerz, Schmerz. Und das sind halt eben bei leichten Gewichten mal 30, 40 Wiederholungen. Aber das ist ein vollkommen anderer Reiz, weil er trainiert ja sonst wirklich schwer. Und jetzt quälen wir mal ein bisschen. Also wenn es darum geht zu schwitzen, da bin ich glaube ich schon der Rekordhalter. 2 Sätze, Warm-ups wohlgemerkt und die Suppe läuft. Wir spielen ein bisschen mit den Griffbreiten, die ihr seht. Hier habt ihr halt eine Möglichkeit, sehr, sehr eng zu greifen oder sehr, sehr breit. Der mittlere Griff ist wohlgemerkt der, wo ihr am meisten Kraft aufbauen könnt. Je breiter ihr greift, desto mehr trefft ihr eben noch die vordere Schulter mit. Je enger ihr greift, desto mehr ist der Trizeps mit inklusive. Und bei der mittleren Griffbreite habt ihr primär die Brust drin und die meiste Kraft entwickelt. I'm 100 and I'm getting it. Como lomo, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Tipp nochmal für den Spot und auch für Alex. Positive gerne helfen. Wenn ihr seht, derjenige, der unten drunter liegt und drückt und es geht nicht mehr viel, gerne helfen. Aber die Negativphase immer, immer alleine lassen. Da hat Alex eben gerade den Fehler gemacht und mir geholfen. Die Negativphase geht generell immer. Und somit nimmt euch oder klaut euch nicht den Reiz und nutzt wirklich jede Möglichkeit, die Negativphase nochmal mitzunehmen. Vielleicht seht ihr schon nach der ersten Übung, nur weil die Zeit kurz ist, heißt es nicht, dass das Workout gravierend intensitätsloser ist. Ganz im Gegenteil, das muss schön hochbehalten werden. Wenn ihr schon die Ausrede nutzt, 20 oder 30 Minuten nur fürs Gym zu opfern, dann müsst ihr auch entsprechend Gas geben in der Zeit. Das ist wirklich ungewohnt. Ich spiele hier gerade mit 30 bis 40 Wiederholungen pro Satz. Kennt der Körper nicht, aber ist hervorragend, um mal wirklich ihn zu schockieren. Deswegen ist es definitiv nicht verkehrt. Ich empfehle es nicht bei jeder Trainingseinheit, aber ihr solltet ja auch nicht in jeder Trainingseinheit 20 bis 30 Minuten das Gym rocken. Aber, das ist die Message des Videos, nutzt eben diese Gelegenheit dann, wenn die Zeit mal nicht ausreicht, aber nutzt dann die Gelegenheit nicht, um euch zu verquatschen oder mit der Cam zu reden, so wie ich es gerade tue. We'll be right back.
Mach, sagt er, mach, sagt er. Ich denke, ich bin Mensch und keine Maschine. Nicht langsam. Ja, yeah. Schön. Ich muss nicht helfen. Komm. Halt. Und langsam zurück. Oh Gott. Wir sind bei 14 Minuten und 9 Sekunden. Alter, geht's. Was wir jetzt machen, ist wieder eine Push-Übung. Aber so hart ich bin, du brauchst nicht mehr viel Gewicht. Du brauchst nur noch ganz wenig. Das Gemeine ist jetzt, wenn wir jetzt eng greifen und nach oben drücken. Und zwar nur noch langsam und geführt. Komplett langsam. 1215 Kilo reichen. Garantiert. Super gespannt. Wichtige Sache für die Leute, die die Übung machen. Spielt mit euren Handgelenken. Das heißt, wenn ihr so dasteht, pusht, ist cool. Wenn ihr aber reindreht, merkt ihr schon, dass eure Muskeln viel höher gehen. Dass ihr komplett nach oben drücken müsst. Immer in Richtung Solarplexus ziehen. Alles richtig gemacht. Das Gemeine ist, wir gehen wirklich hoch. Wir gehen immer höher, ein Stückchen höher, noch zwei Sätze. Schwerer. Aber wir liegen jetzt nicht maßgeblich, also wer jetzt auf die Idee kommen würde, sich kaum 32 Kilo zu packen, der wird darunter zusammenbrechen. Gerade bei solchen Übungen, die so hart isolierend sind, macht das wenig Sinn. Trotz Video, trotz Schnacken, wir sind bei 23 Minuten, wir gehen jetzt zur letzten Übung. Hier ist es entscheidend, wie ihr die Sitzposition einstellt. Achtet darauf, dass ihr bloß nicht zu hoch setzt. Je höher ihr setzt, desto mehr habt ihr auch wieder die Schulterbelastung drin. Ich empfehle tendenziell, dass der Griff fast auf Nippelhöhe ist. Ist deine Empfehlung? Ungefähr, also gerade jetzt bei der Maschine auch, wenn man sie unilateral macht, kann man sehr viel mit der Höhe arbeiten. Je höher ihr sitzt, desto tiefer müsst ihr greifen. Da wir es jetzt als Finisher nutzen, macht es sogar Sinn, leicht erhöht zu sitzen, dass sogar die Schulter noch dabei ist. Aus dem einfachen Grund, die Brust gibt vor der Schulter auf. Zudem solltet ihr Acht drauf geben auf eure Handgelenksposition. Knickt niemals ein, identisch wie beim Bankdrücken, ja? Das hier wäre die falsche Möglichkeit. Ihr seht, mein Handgelenk ist komplett weggeknickt. Es muss immer eine Linie ergeben, sprich das hier. Das ist ergonomisch. Und so habt ihr auch eine ganz andere Kraftaufwendung. So könnt ihr eben deutlich schwerer und intensiver trainieren. Noch ein goldwerter Tipp, fangt zum einen mit den schwächeren Armen an und macht mit den stärkeren dann wiederum wirklich nur so viele wie mit den schwächeren, Stichwort die Disbalancen. So baut ihr sie eher aus, anstelle dass ihr sie eingrenzt. On point.